Oh, trägt jetzt mit. Ach, Mimi war das. Mine. Schrei Mine. So, mal gucken, ob sie den jetzt mittlerweile gefressen haben. Ob der Troll dazu gelangt hat. Aha, den beamt's mit. Also nicht wie bei Rissen, wo nachher auf einmal der Kunde Fred wartet irgendwo oder so immer stand. So, ich glaube, das ging hier lang, gell? Ja, was soll ich jetzt bei der Rammelei hier so sagen, gell? Da rennt halt. Oh, ich habe gerade das gesehen. So ein verflixter Mistkommi, gell? Wieso wäre ich das Gefühl nicht los, dass spätestens, wenn wir den Kerl da rausziehen, wo er noch da ist, oh, schätze mal schon, wieso wäre ich das Gefühl nicht los, dass der Troll denn kommt? Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Warte mal, ich will mal hier eine Weile bei Fertigkeiten gucken. Kann ich da was hochsetzen? Nee. Kann ich hier was hochbauen, was wichtig ist? Nee. Was ist das? Ach, jetzt kann man auch langsam von da unten ein bisschen was machen. Was gibt es denn hier unten schönes? Aufgespaltene Pfeile, interessant. Lebensentzug. Was macht er? Ein Nahkampftreffer hat eine Zähne. Zerstörung. Magie. Eure Magieangriffe verursachen 18% zusätzlichen Schaden. Na hallo, das klingt doch gut. Ist das jetzt permanent oder ist das nur, wenn ich irgendwo auf den Knopf drücke? Gute Frage, gell? Gute Frage. Ich hatte doch noch irgendwas, was mich Trankwirkung, genau das hat mich interessiert. Das werde ich mal annehmen hier. So, was habe ich noch in Punkten 2? Ja, ist das nicht permanent mit diesen Zerstörung? Fertigkeit, Geschosse, als ob die waren. Eure Feuerbälle, die eure Feuerbälle, magischen Geschosse, das scheint eine permanente Sache zu sein. Ich werde es mal hochsetzen, im Ernst, wenn wir es ja sehen. Annehmen. So, kann man das wegfahren? Aha, man kann es nicht strafen, also ist es permanent. Das ist gut. Mana-Entzug. Magisches Trommelfeuer. Aufladezeit, Erholungszeit 15 Sekunden. Das braucht eine Ewigkeit. Was ist das? Polymorph, was ist ein Polymorph? Ach nee, das meinte ich jetzt wenn ich Angst, oder? Ach, ich glaub's ja wohl nicht. Da verwandelt die Viecher. Bei Benutzen eurer Fertigkeiten verliert ihr nur noch 90% der Mana. Das ist bestimmt auch permanent. Ja, gut. War noch bitte was getan. Ich habe da nicht das Gefühl, dass ich auch mal speichern sollte. Was macht eigentlich die Glock? So, Seil haben wir. Oh, ihr seid zurück. Habt ihr das Seil? Ich hab's. Ich klettere rauf. Endlich bin ich raus aus dieser Drecksgrube. Was genau ist dir vorgefallen? Ich habe Jagd auf Goblins gemacht. Ein Champion sagte, er würde gut für ihre Herzen zahlen. Ja, das ist Richard. Als ich nach Hause aufbrechen wollte, habe ich einen Schamanen gesehen und war so aufgeregt, dass ich leichtsinnig wurde. Ich erinnere mich nur noch daran, wie ich in diese Trollgrube gefallen bin. Ich hatte schreckliche Angst. Lobe den... Vorsicht, der Troll! Ich hab's doch geahnt. Und das sieht kein bisschen freundlich aus. Und halt eine Keule, damit kannst du Armeen platt machen. Na gut, haben wir alle... yeah! Rot als Stufe 11, aber eigentlich auch täglich. Und tschüss. Geschafft! Wir haben es geschafft!
Ich bin nicht der schlechteste Jäger hier draußen, aber Trolle machen mir Angst. Geht ja genauso wie mir. Hör zu, das ist ein sehr guter Bogen und ich will, dass er nun euch gehört. Meine Zeiten als Jäger sind vorbei. Ich gehe nun zurück ins Dorf. Danke, Drachentöter, ihr habt mir das Leben gerettet. Cool. Bogen kommen. Oh, da ist ja richtig Hammerharte. Oh. Rotmannsbogen. Ah, den will ich haben. Und? Der Erfahrungspunkte. Ich hab vorhin helfen. Super. Oh, cool. Oh, ich hasse Trolle. Das sind alles primitive, stinkende Wilde. Alte Schnauze, du blöde. Mit diesen Eigenschaften sind sie übrigens genau das Gegenteil von Lord Lovis, dem wir noch einen Besuch abstatten müssen. Ich hab doch geahnt, dass sie doch den Lord Lovis abfällt hier. So, wo hatten wir jetzt den Bogen hingetan? Rotmannsbogen, sondern schön sieht er nicht aus, aber Feuerfluch, Wahrscheinlichkeit von 9%, dass euer Gegner nach einem erfolgreichen Treffer Feuer fängt und innerhalb von einer Sekunde 24 Schaden erleiden. Lebensentzug, Wahrscheinlichkeit von 7%, dass 9% des verursachten Schadens in Lebenspunkte umgewandelt werden. 23 zu Lebenspunkte, 1 zu Lebenskraft, 1 zu Weisheit und ein leeres Veredelungsfeld. Jetzt ärgert es mich, dass ich meine Fernkampfresistenz da drüben draufgehauen habe. Okay. So, benötigt Stufe 12, die Hammer, kritischer Treffer 10%. Hatte ein bisschen weniger beim Magieschaden, aber dafür auch einiges mehr beim Fernkampfschaden. Hört auf uns. So, da sieht natürlich gut aus. Und wir haben immer noch Veredelungsfeld. So, das klingt natürlich sehr gut. Der ist sogar noch besser wie der hier, oder? Ah, ne, da Magieschaden 23,70. Ah, den geben wir trotzdem auf. Irgendwann haben wir ja mal diese bescheuerte Stufe 23, was haben wir überhaupt? 12. Wann haben wir die? In 200 Jahren oder was? Achso, hier muss man nicht klicken. 1712, die müssen wir die Stufe 13 bald erreicht haben. So, was haben wir hier eigentlich noch für Rotz gekriegt? Wo ist das? Achso. Ja, gut. Dieser Alsterbogen. Ah ja, ein bisschen nackig dieser aus. Aber es muss ja funktionieren, das ist das Wichtigste. Das mit dem Feuerfluch, das würde ich gerne mal ausprobieren. Waren hier nicht unten irgendwelche Woodies, die man abknallen kann? Ich dachte, ich hätte hier welche gesehen. Ach nee, hier war es, ach hier, das war, ach nee, das war hier dieses merkwürdige Etwas hier unten. Mit dem ich nicht so richtig weiß, was angefangen ist. Ach, sag jetzt nicht. Ach, dann wollte ich mich veräppeln. Ach, na freilich. Ach, Mann. Ne. Hätte ich mir die ganze Rennerei sparen können. Wie ist denn das Ding? Schreiental, Süden, Trümmertal. Ah, hätte ich mir die ganze Rammelei vorhin sparen können. Ach, das ist ein Hebel hier. Da hat es jetzt irgendwo eine Kiste hingebeamt. Sag bitte jetzt nicht dann auf. Oh, jetzt was zu mitnehmen. Hat es das jetzt dann aufgebeamt? Was? Also wenn es so ist, dann ist das eine Ey, kann ich aber auch, du Arschloch. Ja, hat sie einen schnellen Geist aufgegeben, finde ich. So, warte mal, nochmal hier. Hier lang. Naja. Hm. Na gut. Was ist das hier eigentlich? Da muss man da rein. Ach, da steht Römer. Mit dem Dings auf dem Kopf, ne? Das ist immer ganz günstig. Dings auf dem Kopf kann ich immer leiden. Hier ist was drin. Die Fächer. Auf der anderen Seite auch nochmal. Bestimmt. Machen wir die auf der anderen Seite auch nochmal. Da auch was drin. Ja, die verarschen mich halt gern hier in dem Spiel. Okay. Kann ich nicht verdenken.
Ja, das nervt mich vielleicht, dass ich dich nicht gleich anquatsche, aber das ist halt nicht mein Stil. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ach, hier hat die Kiste hingeblieben. Ich dachte, da irgendwas wird gefällt. Danke, aber auch. Da sind standen noch welche. Die Kiste mal beschießen, oder? Oh, die kommen hoch. Schon mal drüber nachgedacht, dass das Leben scheiße ist. Ja. Anscheinend jetzt drüber nachgedacht. Alte Presse, wo kommt der auch immer her? Was war das denn? Ach, so ein Schnellrennding hier, irgendwas Schnellrennmäßiges. Dafür habe ich das schon mal gesehen. Ja, ja, mit dem Zeug. Mehr von der Spritzung hier. Ach, das ist ein ganzer Worte da unten. Na gut, kümmern wir uns erstmal um den, oder? Mappe?